Ja, ich habe dem Monster jetzt die fehlenden Öldüsen eingebaut, Asche über mein Haupt. Ich habe jetzt keine Asche da, aber stellt es euch einfach vor. Und eigentlich wollte ich als nächstes den Auspuff dran schrauben, die Vergaser dran machen, die frisch geputzten. Und ich habe so einen kleinen Hilfstank besorgt, den wollte ich drauf machen und gucken, ob sie läuft. Vergaser synchronisieren, bisschen Krach machen. Nachbarin ist gleich im Urlaub, aber es kam was dazwischen. Ihr seht es vielleicht ganz da hinten im Hintergrund, da steht eine CBF 1000, eine schöne rote. Ja, und wenn jemand kein Glück hat und es kommt noch Pech dazu. Ja, dann kann es also passieren, dass das Vorderrad im Kühler landet. Meistens ist es leider nicht so, dass der vorausfahrende einen Rückwärtsgang drin hatte, weil ansonsten hätte man ja jemanden, der die Zeche bezahlt. Es ist dann ein kurzer, ganz dämlicher Moment und danach könnte man sich wohin beißen, wenn man könnte. Ja, das ist also in direkter Nachbarschaft hier bei mir passiert und deshalb ist sie jetzt hier. Und es ist mir eine Freude, mich darum zu kümmern, wie immer. CBF 1000, tolles Motorrad, mache ich gerne. Also, willkommen bei Zams Channel. Ja, was hat sie so alles abbekommen? Hier oben fehlt also der Spiegel. Das ist nicht weiter schlimm. Wir sind hier auf der rechten Seite und hier ist eine Delle im Tank. Sie hat übrigens erst 10.000 Kilometer drauf. Sie wurde also gerade erst übernommen für diese Saison. Es war eine der ersten Fahrten, wenn nicht gar die erste. Es ist sehr, sehr schade, dass das passiert ist. Ja, hier vorne fehlt ein Stück vom Schutzblech, aber das habe ich. Das liegt nämlich hier und Gabelholme habe ich auch. All diese Gabelholme sind jetzt natürlich furchtbar krumm. Ansonsten hätte das Vorderrad ja kaum im Kühler stecken können. Hier ist eine kleine Ecke abgeschürft. Die Delle im Tank habe ich, glaube ich, schon gezeigt. Hier oben, das ist eher geringstfügig. Das Schlimmste ist also hier die linke Seite. Da fehlt hier ein bisschen Farbe und da fehlt auch ein bisschen Farbe. Dann gibt es hier ein Problem am Auspuff. Der Auspuff kollidiert mit dem Hauptständer. Dann fehlt hier die Fußraste, die wurde schon abgenommen, weil nämlich die abgebrochen ist und dieses ganze Teil hier verbogen ist. Beziehungsweise ich glaube nicht mal, dass dieser Träger hier verbogen ist. Im Nachhinein, weil Aluminium bricht. Aber der Auspuffhalter, diese Haltelasche, die ist natürlich ganz fürchterlich verbogen. Das sieht die nämlich aus. Normalerweise sieht die nämlich anders aus. Ich zeige es mal auf der anderen Seite. Normalerweise ist das ein kleines gebogenes U, also so ein, ja, ein Dings. Und jetzt, wenn ich auf die andere Seite gehe, sieht man also, das sieht deutlich anders aus. Hier unten habe ich also die Hoffnung, dass nur der Hebel am Hauptständer verbogen ist und nicht die Fußrastenhalteplatte. Meine rechte hätte ich noch, eine linke habe ich leider nicht mehr. Leider ist es halt so, wenn der harte Impact von vorne erfolgt, dass der Lenkkopf kaputt geht. Das heißt also, dass dieses runde Teil am Rahmen da oben, wo also die Fahrgestellnummer drauf eingeprägt ist, dass das nicht mehr total rund ist, sondern oval gezogen wird. Und die Befürchtung hier ist groß, dass das der Fall ist. Deshalb werde ich jetzt, bevor wir irgendwelche weiteren Ersatzteile beschaffen, erstmal an diese Stelle schauen. Ich habe es also mal ein bisschen hochgetan und jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich weiß nicht, ob man es hört, aber das Lenkkopflager hat ein Spiel von, naja, sagen wir mal 2 bis 3 mm. Also das Ding ist total locker. Ja, das lässt leider ein bisschen einen Totalschaden befürchten. Aber ich habe noch die Hoffnung, dass vielleicht nur der Lenkschaft krumm ist, dass vielleicht nur ein paar Gewindegänge von der Haltemutter oder von der Einstellmutter des Lenkschafts, dass er so ein Feingewinde übergesprungen ist, dass es nicht der Rahmen ist, dass irgendwas anderes die Kraft aufgenommen hat. Ich habe Gabelbrücken da, ich habe Lenkschaft da, ich habe Lenkkopflager da. Das ist alles kein Problem, wenn nur der Rahmen nicht oval ist, weil dann kriege ich das zumindest nicht mehr hin. Bremsscheiben und Felgen sind in Ordnung. Das ist schon mal
eine gute Nachricht. Man muss sich das mal vorstellen und ich hätte nicht gedacht, dass das überhaupt geht. Hier ist zwischen dem verdellerten Kühler und dem Vorderrad, wie es im Moment sitzt, ist also locker mal 10 cm. 10 cm. Und das Vorderrad muss den Kühler hier getroffen haben. Das muss also 10 cm hier reingedrückt worden sein und muss fast wieder zurückgefedert sein, fast wieder auf den ursprünglichen Punkt zurückgefedert sein. Das heißt, es war das meiste ist elastisch verformt worden und nicht plastisch. Plastisch ist natürlich auch was verformt worden, sonst wäre das Ding jetzt nicht total schief und der Lenkkopf würde nicht wackeln, aber das meiste ist tatsächlich elastisch gewesen und ist wieder zurückgesprungen. Krass. Ich hätte gedacht, wenn man die Gabel jetzt um 10 cm oder das Vorderrad um 10 cm weiter hinterschiebt, dass das da bleibt, nicht dass das meiste wieder zurückkommt. Also das ist schon interessant, das mal zu sehen. Finde ich zumindest, weil ich das absolut nicht erwartet hätte. Ja, frei nach dem Motto, freie Sicht für freie Bürger, werde ich es jetzt mal entkleiden und dann hoffen wir alle mal gemeinsam, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussieht. Hier sind überall so merkwürdige Fettspritzer. Gabelholme scheinen aber dicht zu sein, da kommt es nicht her. Das ist bis auf die Bremsscheibe gespritzt hier. Hier ist alles voll. Hier ist alles voll am Rad. Da unten auch. Was das wohl ist, vielleicht finde ich es raus. Hier würde ich als Ersatz CB1300 Spiegel empfehlen. Die sehen genauso aus, haben genau die gleiche Halterung und sind ein paar Zentimeter länger. Man sieht da deutlich besser mit. Guter Tipp für CBF1000 Fahrer. Man sieht hier recht schön, dass die Scheibe in der oberen Position festgemacht ist. Wenn ich es wieder zusammenschraube, habe ich das garantiert vergessen, deshalb dokumentiere ich das hier mal. Man sieht sehr oft und so auch hier, dass der Plus für die Heizgriffe hier unten vom Bremslichtschalter genommen wird. Da ist ein geschalteter Plus, der dann ganz einfach über den Bremslichtschalter weitergeschaltet wird, aber liegt permanent an der einen Klemme an und da kann man das also abnehmen. Ja, doch kann man machen. Also die 3-4 Ampere, das geht schon. Erfreulicherweise sind bei den Verkleidungen sowohl die Nasen als auch die Einlegemutter noch intakt. Hier also auch. Normalerweise fliegen die Brocken da als erstes weg. Das ist ja hier die Tachoumrandung und dieser Pin hier, der steckt also in dieser Gummitülle. Das ist das Geweih und da ist diese Gummitülle im Geweih und da steckt dieser Pin drin. Und wenn man den reinwirkt, ohne ein bisschen Silikonfett dran zu machen, dann geht das sowas von total schwer wieder raus. Deshalb habe ich auch immer Handschuhe an, wenn ich das Ding rausziehe, weil man muss da zerren wie ein Ochse. Das ist ganz furchtbar. Also dran denken, wenn man das wieder zusammenbaut, dann ein kleines bisschen Silikon an den Pin machen, dann flutscht das viel besser. So, terroristisch müsste diese Lampenmaske jetzt abgehen. Hallo Stecker, ich habe dich doch schon gezogen. Warum verklemmst du dich da? Das ist nicht fair. So. Komm Schraube, bleib drin. Das wäre jetzt gerade am liebsten. Wäre natürlich jetzt die passende Gelegenheit, den Tacho auf blaue Beleuchtung umzubauen, falls das gewünscht werden sollte. Aber vielleicht gefällt es dem Fahrrad auch gar nicht. Vielleicht gefällt es ihm das so, wie es ist. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Normalerweise, und in diesem Fall kann man das Geweih wohl dran lassen, werde ich wahrscheinlich auch tun. So ganz genau entschieden habe ich das noch nicht, aber für den Moment muss es erstmal nicht ab. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann über die Kamera, aber die Gabelrohre sind natürlich total verbogen. Ich denke, man müsste es ganz gut erkennen können, dass ungefähr hier ein Knick von, sagen wir mal, 5 Grad, schätze ich mal, wird das sein an dieser Stelle. Das ist also hier, wo das untere Lenkkopflager sitzt. Und man sieht hier, wie sich das heftig bewegt. Hier vielleicht noch mal ein bisschen. So, ich bin also kurz davor, das
Vorderrad raus zu haben. Ja, Deibel. Das hatte ich auch noch nicht, dass ich einer Vorderradmutter mit Willis altem Standrohr zu Leib rücken muss. Eben kommt sie. Die war biestig. Das sind nämlich so Unfälle, wo auch mal eine Achse krumm gehen kann. Ist zwar nicht wahrscheinlich, aber wozu habe ich so eine schöne Prismenaufnahme und so ein schönes Mikrometer? Da kann ich das auch mal messen. Jetzt ist eine gute Zeit für die Entsorgung der Gabelholme. Oh, ist gar kein Zwölfer. Eine Banane ist ein Witz dagegen. Wenn es nicht so traurig wäre. Schöne Moped, ich lache auch noch. War nicht so gemeint. Das ist eigentlich nicht lustig. Ja, von hier aus hat man einen ganz guten Ausblick darauf, wie das aussieht. Traurig sieht's aus. Und man sieht hier auch richtig Kanten und Kerben im Material, hier genauso. Und wenn man da drüber fühlt mit dem Finger, sieht man genau, dass hier das Material genau an der Stelle nach außen gebeult ist. Vielleicht kann man es sogar erkennen. Ein bisschen kann man es, glaube ich, erkennen. Das Material ist also richtig nach außen gebeult und muss dann halt den größten Weg wieder zurückgefedert sein. Aber das ist halt das, was geblieben ist. Gut, aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist hier. Immer blöd gegen das Licht zu filmen. Als nächstes mache ich mal den Lenker ab. Dadurch, dass das so locker ist, kann sich jetzt die obere und die untere Gabelbrücke quasi schon unabhängig voneinander bewegen. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, diese Klemmböcke, die haben, auch wenn es nicht so aussieht, irgendwie eine Richtung. Und zwar ist da so oben so ein kleiner Punkt, auf dem anderen auch, und der zeigt halt immer nach oben. Und wenn man sich daran erinnert, kann man es ja so wieder einbauen. Ich denke, man dürfte zwar, aber man muss ja nicht unbedingt rechts und links verwechseln, deshalb kann man es ja auch kennzeichnen. Normalerweise würde man doch erwarten, dass eine Schraube sich nur um die eigene Achse dreht und keinen Bogen beschreibt. Die beschreibt einen Bogen, aber was für ein krass. Wie immer muss man zum Ausbau des Lenkschafts diesen Verankerungspunkt für die Bremsleitung lösen. Die Kronenmutter wird sich wahrscheinlich jetzt nicht besonders wehren oder vielleicht gerade, weiß ich nicht, je nachdem wie kaputt das da drin so ist. Nee, die kann man mit der Hand aufdrehen. Das dachte ich mir schon. Das dachte ich mir schon, dass ich mir die mit der Hand aufdrehen kann. Die Scheibe ist erstaunlicherweise nicht drunter, das war noch nie. Eigentlich müsste die obere Gabelbrücke jetzt abgehen. Ich habe auch hier den Stecker für die Hissantenne abgemacht.
Brücke. Oh, weigert sich. Hey. Sie weigert sich. Das ist kein gutes Zeichen, weil hier ist eigentlich mit nichts mehr fest. Oh. Doch, mit dem Zündschloss natürlich, aber das ist erstmal egal. So. Dieser Anblick ist auch etwas ungewohnt und befremdlich. Ich biege mal die Laschenstückchen runter. Von diesem Abstandsblech hier. Das Gewinde geht schwer. Weil es völlig verwirrt ist. Das Gewinde läuft schräg nach oben. Wie soll ich da die Mutter da drüber bringen? Krass. Wahrscheinlich wird es mal ein Versuch, die da über das Gewinde zu bringen, mit kaputt gehen irgendwie quittieren. Langsam wird es anstrengend. Aber langsam ist auch vorbei. So, mir fällt es trotzdem nicht runter, weil es unten in der Bremsladung hängt. Aber das ist normal, das tut es immer. Das Gewinde hier ist auch leicht zermahlen. Aber so eine Mutter dürfte ich noch haben. Ups, das hängt gar nicht in der Bremsladung, noch nicht. Das geht deshalb nicht raus, weil es zu krumm ist, um rauszugehen. Normalerweise fällt es ein Stück runter, bis in der Bremsleitung hängt. Aber so weit kommt es hier nicht mal. Weil es dafür viel zu krumm ist. Das ist ja hier der obere Ring des Kugellagers, praktisch das obere Lagerteil. Unten ist die Lagerschale, dazwischen das Kugelset und hier dieses obere Teil des Lagers. Und das ist jetzt, wie man hier sieht, hier ist ja unten eine riesige Spalte und oben ist es. Ist es in den Längsschaft hineingedrückt. Und deshalb geht das hier nicht ab, deshalb geht das Ding nicht tiefer. Jetzt muss ich gucken, ob ich das hier irgendwie über diese Kante kriege da. Das kommt langsam. Aber ich glaube, ich brauche zwei Hände und mehr Bewegungsfreiheit. Aber ich glaube, man hat ja ganz gut gesehen, was ich hier eigentlich vorhabe. Ja, jetzt habe ich es gefangen. Jetzt fange ich noch das Lager ein. Kugelträger quasi. Das sieht so aus wie immer. Ja, schade um das nur 10.000 Kilometer alte Lenkkopflager.
So, jetzt muss ich versuchen, das hier an dieser Bremsleitung vorbeizufummeln. Das ist mir ein bisschen blöd. Aber in der Regel geht es. Sonst ist das immer ziemlich problemlos an dieser Bremsleitung vorbeigegangen. Oder vielleicht habe ich auch hier hinten diesen Klotz gelockert. Das kann natürlich sein. Ich lockere jetzt auf jeden Fall mal. Damit bekommt die Bremsleitung hier ein bisschen Spiel. Dann geht es ein bisschen leichter. Hui. Das ist also der Lenkschaft. Grüß Gott, Lenkschaft. Das sind Metallspäne. Das ist das Lager, das oben. Und das hier ist krumm. Und kaputt. Ich denke, darüber muss man nicht mehr diskutieren. Ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, wie werde ich wohl dieses Ding auf Gradheit vermessen. Habe mir schon so ein paar Sachen einfallen lassen, wie ich das vielleicht machen könnte. Aber da habe ich natürlich dann nicht mit gerechnet, dass ich da eine Banane rauskriege. Dann kann ich mir meine ganzen Pläne zur Vermessung eines Lenkschafts ja wieder über den Haufen werfen. Und ich muss nicht mal die Lagerschale hier runterpressen. Schade für mein Werkzeug, ich hätte es gerne mal wieder benutzt. Ja, jetzt kommen wir aber der Frage aller Fragen langsam näher, nämlich was macht eigentlich der Rahmen? Wie geht's dem? Wie geht's dem da unten? Wie geht's dem da oben? Da ist irgendwas drin, das aussieht wie eine Plastiktüte. Das ist wahrlich nicht. Was ist denn das? Das ist eine Plastiktüte. Das ist Papier, irgend so ein Papier, das zum Teil noch unter der Lagerschale klemmt. Warum hat irgendjemand zum Einsetzen der Lagerschale Papier darunter gemacht? Ha. 10.000 Kilometer, wird man eigentlich damit rechnen, dass das ein Werkslager ist und dass das werkseitig so eingesetzt worden ist. Verstehe ich nicht, was das Papier da unten drunter soll. Na gut, ich werde es wahrscheinlich nicht erfahren. Ich mache hier erstmal anständig sauber, weil schmutzige Bauteile kann man nicht prüfen. Beziehungsweise nicht mit sinnvollem Ergebnis. Die untere Lagerschale habe ich schon mit dem Abzieher gefangen, jetzt kommt noch die obere dran. Übliche Methode. Man erfährt möglicherweise ein bisschen was über das Innere und den Zustand des Lenkkopfes, wenn man sich die Bauteile mal genauer anschaut, die da drin waren. Die sind irgendwie total verpappt mit irgendwas. Also fett ist es nicht. Das sind Reste von diesem Papier, was ich da vorhin rausgezogen habe. Das hat aber irgendwie dran geklebt und dann haben die das einfach nicht mit abgemacht, weil es halt schwer abging. Haben das einfach mit reingewirkt. Ist eigentlich jetzt nicht so Honda-like, sowas zu machen. Na gut, worum es mir jetzt geht, ist einfach, ob die Dinger irgendwie eiern. Ich habe jetzt natürlich keine plane Fläche hier, keine absolute Plane. Aber ich würde sagen, die Dinger sind planer als meine Fläche. Ich gucke mal, ob sie irgendwie oval sind. 90 Grad. Nö, genauso. Also nach menschlichem Ermessen sind die Dinger zumindest nicht krumm.
können zwar jetzt Präzisionswerkzeug auspacken, aber das ist ja auch Quatsch. Wichtig ist eigentlich das Loch da oben. Und das wird jetzt erstmal ausgeputzt. Versuche jetzt mal auf eine ziemlich primitive Art und Weise festzustellen, ob der Lenkkopf noch brauchbar ist. Ich habe also so einen Innentaster hier, das ist ein ganz einfaches, billiges Teil. Und das stelle ich jetzt so ein, dass das ja gerade so saugend in die eine Richtung reingeht. Und dann taste ich, ob das 90 Grad dazu versetzt genauso geht oder ob es dann klemmt oder nicht. Oben kann ich das mal ein bisschen besser zeigen von der Kamera her, unten ist es ein bisschen schwierig. Da kann man es jetzt eher nur von Weitem sehen. So. Ich stelle das also so ein, dass das gerade so reibt vielleicht und gleich geht. Dann drehe ich es um 90 Grad und gucke, ob es schwerer geht. Es ist jetzt natürlich keine mega genaue Messmethode und die Profis dürften mich jetzt wahrscheinlich steinigen, aber es ist halt Fingerspitzengefühl zusammen mit so einem Innentaster. Ich würde sagen, nach menschlichem Ermessen ist es rund. Es fängt nicht plötzlich an zu klemmen oder locker zu gehen. Es fühlt sich überall gleich an. Und es war unten eigentlich auch so. Glück gehabt, würde ich sagen. Diesen Rahmen würde ich mal nicht wegwerfen wollen. Und den Rest kriegen wir doch wieder hin. Also, bis demnächst bei Zams Channel.